So, tut mir leid, dass ihr erst jetzt nach längerer Zeit ein Lebenszeichen von mir bekommt. Mich hat heftig die Grippe erwischt, sodass ich lange mit hohem Fieber im Bett bleiben musste. Und bis sich meine Stimme wieder vollkommen erholt, verstreicht eine Menge Zeit. Aber jetzt bin ich hoffentlich wieder einsatzbereit und kann euch heute somit eine ganz krasse, aber doch verhältnismäßig sehr günstige AIO-Wasserkühlung vorstellen. Heute dreht sich alles um die von Arctic vor kurzem neu auf den Markt gekommene Liquid Freezer 2 Wasserkühlung in der 240mm Variante. Es hat schon einige Jahre gedauert, bis die zweite Generation den Handel erreicht hat, doch die Wartezeit hat sich nun mehr als gelohnt. Normalerweise will ich euch zwar nicht schon am Anfang zu viel spoilern, aber hier kann ich nun mal nicht anders. Die Liquid Freezer 2 240 kostet zum Zeitpunkt des Videos mal gerade so um die 59 €, ist dabei extremst leise und festhalten, schlägt alle von mir bis dato getesteten CPU-Kühler, egal ob Wasser- oder Luftkühler. Ich konnte eigentlich nur noch staunen. Aber wie ist die Kühlung eigentlich so verarbeitet? Wie steht's also mit Qualität, Montage und so weiter? Immerhin auch sehr wichtige Faktoren, die man beim Kauf berücksichtigen sollte. Außerdem, fast nicht zu übersehen, verfügt die Pumpeneinheit auch über einen kleinen Lüfter. Wofür der ist und ob der Schrecken vieler Zuschauer nun Realität wird, also was die Lautstärke dieses kleinen Monsters betrifft, seht ihr im heutigen Video. Wie eigentlich gewohnt von Arctic, wird nur das Allernötigste mitgeliefert, also relativ wenig Papierkram etc. Auffallend ist zudem, dass die Wasserkühlung, so wie ihr sie jetzt gerade seht, schon in der Verpackung drinnen liegt. Also es ist alles ab Werk schon passend zusammengebaut. An der Stelle schon mal ein dickes Lob für das extremst ordentlich gehaltene Kabelmanagement. Die Lüfter- und Pumpeneinheit werden alle mit nur einem einzigen vierpoligen PWM-Kabel angeschlossen. Benutzerfreundlicher geht's kaum mehr. Was hier auch aus der großen Masse raussticht, ist der Radiator. Mit einer Dicke von 38 mm ist er wirklich überdurchschnittlich dick. Die meisten, selbst über 100 € teuren All-in-One-Einheiten, verfügen da meist so über 28 bis 30 mm dicke Radiatoren. Kommen wir aber doch zum Punkt Optik. Diese ist schon interessant, wenn man dieses Wort dafür verwenden will. Ich muss sagen, das Design der Pumpeneinheit wird schon stark polarisieren. Einige lieben so eine Designrichtung, andere hingegen machen gerne einen großen Bogen darum. Zu letzterem würde ich mich normalerweise zählen. Also was die Ästhetik des Radiators, der Lüfter und Schläuche anbelangt, top in meinen Augen, doch die Pumpe ist nicht so meins. Macht aber nichts, denn Äußerlichkeiten nehme ich nie in meine Gesamtbewertung mit rein, da Schönheit ja bekanntlich im Auge des Betrachters liegt. RGB-Beleuchtung ist hier, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, keine im Spiel. Dafür gibt's von mir weder Plus- noch Minuspunkte, da ich finde, nicht überall unbedingt Regenbogen mit reingepackt werden müssen. Manchmal kann es schlicht genauso schön aussehen. Lassen wir nun aber das Thema Ästhetik und kommen wir zu Wichtigerem. Anders als viele andere Wasserkühlungen am Markt, basiert diese Liquid Freezer 2 Pumpe nicht auf Acetec, sondern Arctic haben eine hauseigene PWM-Pumpe entwickelt, die in erster Linie viel Leistung bringen soll und dabei einen sehr leisen Betrieb bei geringem Stromverbrauch garantieren soll. Und nun zum Mysterium, der 40 mm kleine Lüfter auf der Einheit. Diese soll die VRMs, Spannungswandler, mit ein klein wenig Frischluft versorgen. Wie man ja weiß, haben beides Luft- und Wasserkühler so ihre Vor-, aber auch Nachteile. Ein Nachteil bei Wasserkühlungen ist, dass die Spannungswandler am Mainboard keine Luftbrise mehr abbekommen, die praktisch als Nebenprodukt eines Luftkühlers entsteht. Messungen habe ich jetzt zwar nicht durchgeführt, habe aber mit den Fingern ein wenig überprüft, wie viel Luftbewegung tatsächlich mit Hilfe des kleinen Lüfters im VRM-Bereich entsteht. Viel kommt da nicht zustande, muss ich ehrlich sagen, aber eine leichte Brise ist es. Und immerhin ist zu bedenken, dass der 40 mm Lüfter zum Glück so gut wie nicht hörbar ist. Also wir profitieren höchstens von dieser Implementierung, denn Verluste machen wir an der Stelle keine. Anfangs, als ich den Lüfter erstmals erblickt habe, dachte ich mir, oh Gott, der wird kreischen, bis einem die Ohren bluten. Aber wie gesagt, zum Glück ist dem nicht so. Also scheint von Arctic alles tatsächlich relativ gut durchdacht zu sein. Und generell kann ich sagen, dass diese ganze Einheit als verdammt leise durchgeht. Selbst wenn man alles auf 100% an Geschwindigkeit stellt, ein für mich sehr erträglicher Betrieb, von den Lüftern bis hin zur Pumpe. Meiner Meinung nach ein großer Vorteil, wenn man die Kühlung in größere Gehäuse verbauen möchte,
möchte, die überdurchschnittliche Schlauchlänge. Ihr kennt sie ja, die meisten Schläuche bei solchen AIOs weisen nur 400 mm Länge auf, was manchmal schon knapp werden kann, insbesondere wenn man gerne den Radiator vorne montieren möchte. Hier bei Arctics Lösung ist aber die Rede von 450 mm. Endlich ein Hersteller, der da noch ein Stück weiter gedacht hat. CPU-Sockel werden eigentlich nur die gängigsten unterstützt und auch da gibt's die ein oder andere Limitierung. Zum Beispiel geht LGA 2066 und 2011 nur klar, wenn es eine quadratische ILM mit 80x80 mm Abstand ist. Der heiße Schrei, oder heißt das letzte Schrei, naja egal, ist in letzter Zeit Ryzen und AM4 wird problemlos unterstützt. Und in Zukunft werde ich CPU-Kühler mit einem Ryzen 7 3800X testen. Im Moment bin ich halt noch in der Übergangsphase, heißt, dass Intel noch mit dabei ist. Die Installation ist auf beiden Plattformen ein Kinderspiel. Einfacher hätte man die Montage kaum machen können. Großen Respekt an der Stelle. So, ich halte nun auch kurz mal meine Futterluke, damit wir uns die Testergebnisse ansehen können. Ihr seht, ich habe nicht zu viel versprochen. Die Liquid Freezer 2 240 Wasserkühlung schlägt tatsächlich alle von mir bis jetzt getesteten CPU-Kühler, auch die, die ich heute nicht in den Diagrammen angeführt habe. Das Erstaunliche dabei ist aber, was man stets bedenken muss, wir sprechen hier von einer All-in-One-Einheit, die gerade mal so 59 Euro kostet. Davon abgesehen ist es nur eine 240 mm Variante. Ich will gar nicht wissen, wie viel Power dann 360 mm mit sich bringen. Erklären lässt sich die Spitzenleistung natürlich durch eine sehr gute Pumpe und dem verhältnismäßig richtig dicken Radiator für eine AIO-Einheit, muss man ehrlich sagen. Aber wie das Arctic hinbekommt, kann uns als Kunde letzten Endes vollkommen egal sein. Für uns zählt Preis und Leistung, wovon beides hier nahezu Perfektion entsprechen. Bedenken könnte man natürlich schon irgendwo haben, es scheint fast zu gut, um wahr zu sein. Wurde eventuell Qualität und Lebensdauer hinten angestellt? Schwer zu sagen. Über sowas könnte nur ein Langzeittest Aufschluss geben. Auf den ersten Blick aber scheint es eine relativ gut verarbeitete Wasserkühlung zu sein. Die Fake-Fittings sind natürlich aus Kunststoff, diese dienen halt nur zur Optik. Also zusammenfassend könnte man fast schon sagen, alles was man bei so einer AIO-Wasserkühlung richtig machen könnte, haben Arctic so auch umgesetzt. Eine kinderleichte, fast idiotensichere Installation, kein einziges Kabel muss irgendwo speziell angeschlossen werden, die Lüfter sind beide schon angebracht, kein Kabelsalat und zu guter Letzt erstaunlich gute Kühlleistung zum fast unfassbar kleinen Preis. Hört sich fast wie Werbung an, ich weiß, hier bin ich aber wie weggeblasen. Mit so einem krassen Ergebnis hätte ich echt nicht gerechnet. Ohne auch den geringsten Zweifel vergebe ich der Arctic Liquid Freezer 2 240 somit meine äußerst seltene Höchstauszeichnung Platinum. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.